Münchner Norden liegt unsere Stadt, die starke Fußballspieler hat. In Garching spielt der VfR, für ihn schlagen Herzen immer mehr. Ja, hallo, herzlich willkommen beim VfR TV. Ich darf begrüßen unseren Trainer Daniel Weber. Hallo Daniel. Hi, grüß dich. Schön, dass du wieder Zeit hast vor dem Training. Vor zwei Tagen leider verloren gegen Haching. Wie hast du die zwei Tage jetzt so analysiert? Wie gehst du damit um? Ja, man muss, ich glaube, man muss ehrlich sein und sagen, dass sie leider auch um den Abstand von Toren an dem Tag besser waren. Unser Plan ist nicht aufgegangen, wir haben halt was versucht. Plan war ganz klar, in der ersten Viertelstunde hohes Tempo zu gehen. Wir wollten halt unbedingt versuchen, was bisher keine Mannschaft geschafft hat, sie in Rückstand zu bringen, um dann uns zurückzuziehen, ein bisschen passiver zu werden. Aber wir haben es nicht... wir haben mit unseren Fehlern, natürlich kann man nicht so kalkulieren, und dass sie auch so gnadenlos ausgenutzt werden, nicht. Und damit ist halt das Experiment schiefgegangen. Und man muss ehrlich sagen, wenn die ersten drei Tore auf eigene individuelle Fehler zurückzuführen sind, dann ist halt einfach schade. Dann hat sich die Laufmühe in dem Spiel einfach nicht gelohnt und somit ist mein Matchplan richtig in die Hose gegangen. Du hast es ja auch nach dem Spiel in der Pressekonferenz gesagt, dass das, was du dir vorgestellt hast, auf deine Kappe gegangen ist. Wie gehst du jetzt mit deinen Jungs um? Ja, wir haben das ganz klar für uns abgehakt. Es darf auch nicht kaputt machen, was wir die Saison bisher geleistet haben. In der Regionalliga ist es einfach so, dass die Qualität der Mannschaften doch so groß ist, dass du einfach auch gegen jede Mannschaft, vor allen Dingen gegen Haching, Bayern, gegen 60, Augsburg, die oben gerade stehen, die einfach auch einen Lauf haben, dass du gegen alle sehr, sehr vorsichtig sein musst, wenn dir was nicht gelingt, dass es dann auch mal wirklich nach hinten losgehen kann. Und nach hinten meine ich dann aber auch so, wie das jetzt auch passiert ist. Und ich meine, da muss man ja auch kein Blatt vom Mund nehmen. Die Jungs haben dann aus Haching auch alles getroffen. Also es war ja auch dann jeder Schuss dann so platziert, dass es auch noch kaum haltbar war. Da hat jeder Pass gesessen, genau in dieser Phase. Und das ist ja, muss man dann einfach dem Gegner auch Respekt zollen mit der Qualität, die da haben, was sie da einfach durchgezogen haben. Und wir versuchen jetzt einfach, uns an den positiven Sachen der letzten Wochen natürlich wieder aufzurichten und müssen einfach Obacht geben. Vielleicht ist es auch der richtige Warnschuss zum richtigen Zeitpunkt. Da du positiv angesprochen hast, neben dem Platz waren auch viele positive Situationen, beispielsweise die Zuschauerzahl gegen Haching. Was sagst du dazu? Ja, unfassbar. Also wir haben sicherlich nicht damit gerechnet und auch nicht damit kalkuliert, was ich so nebendran gehört habe. Nein, also da muss man sagen, das ist war natürlich auch beabsichtigt. Wir hatten die Spielansetzung ganz klar für Sonntag geplant. Wir wussten, alle umliegenden Vereine spielen nicht am Sonntag, Bundesliga-Pause und so weiter und so fort. Also wird es ein paar Leute vielleicht ins Stadion treiben. Die letzte Woche war aber vom Wetter her so schlecht, dass wir schon Angst hatten, dass dann noch weniger kommen. Aber an dem Tag ging es einigermaßen. Also wenigstens war es trocken. Und ich glaube, für den neutralen Zuschauer war es ein schönes Spektakel. Und wir haben leider nicht so viel Werbung für uns betreiben können. Vielleicht hat der eine andere Fußballinteressierte doch gesehen, dass wir was vorhatten und dass das vielleicht schiefgegangen ist und hat respektiert das trotzdem, was wir bisher geleistet haben und kommt auch beim letzten Spiel in diesem Jahr. Ich glaube, so ein tolles Jahr hat der VfR noch nie erlebt. Ein Aufstieg, so eine gute Rolle mit 32 Punkten. Es gibt noch 6 zu verteilen. Ich hoffe, wir holen noch den einen oder anderen davon. Und dementsprechend hoffe ich für die nächsten Spiele einfach noch, dass wir einen guten Support haben. Ein Highlight bei dem Spiel war natürlich auch unser Sponsor Svetlog. Was sagst du zu dem Gewinnspiel oder wie kam es zustande? Ja, ich hab einen sehr guten Draht dorthin zum Geschäftsführer, zum Marc Ast. Und wir haben da schon öfters mal drüber gesprochen, dass man sicherlich zu dem einen oder anderen Knallerspiel mal eine schöne Aktion fahren kann. Und er hat mit seiner Firma uns
die Möglichkeit gegeben, dass wir ein bisschen was vielleicht hinlocken. Ich habe gesehen auf Facebook fast 4000 Aufrufe, das Video von den Jungs, was sie dann gemacht haben dafür. Sowas ist natürlich eine super Aktion und da gilt ein Riesendank an die Firma, dass sie uns so toll unterstützt. Da stimme ich dir zu und Riesendank an Svetlog. Man muss aber auch sagen, ein Riesendank an unsere Schauspieler in Anführungszeichen, weil das ist ja nicht eigentlich deren Tätigkeiten, wo sie sich auskennen. Du selber hast das Video bestimmt auch gesehen. Wie fandest du die Schauspielerleistung? Sicherlich noch ausbaubar. Sie können besser Fußball spielen als. Aber ich finde, die Jungs haben es einfach toll gemacht und ist, glaube ich, das rübergekommen, was wir haben wollten. Und ich glaube, das ist das Wichtigste. Ein bisschen Spaß muss ja auch dabei sein. Und die Saison macht bisher so viel Spaß. Das ganze Jahr 2016 ist ein absolutes Highlight. Und wir wollen einfach das auch so positiv jetzt beenden. Und da gehören so Aktionen natürlich auch dazu. Ja, die Jungs hatten auch sehr viel Spaß. Ich glaube, wir mussten es 3-4 Mal drehen, weil sie so viel dabei lachen mussten, weil es so lustig war. Du hast selber gerade angesprochen, wir haben noch 2 Spiele. Du willst ein paar Punkte einfahren. Am Wochenende wieder ein Heimspiel im Seestadion am Samstag gegen Bayreuth. Was hast du dir da vorgenommen? Hast du schon den Gegner analysieren können? Fragen wir mal so rum. Ja, die Spielansetzung hat so schön gelegt für mich, dass beide gegeneinander gespielt haben am Samstag. Und ich das Spiel mir live angucken konnte. Natürlich sieht man einiges in dem Spiel, aber ich muss auch dazu sagen, die 60er laufen fast jedes Spiel mit einer anderen Mannschaft auf. Es hat wieder ein A-Jugendlicher gespielt. Bayreuth hat viel gewechselt unterm Spiel. Jetzt ist wieder ein Spieler gelb gesperrt. Also ich glaube, die Liga, was das angeht, ist... Es ist jedes Spiel so hochinteressant. Wir haben im ersten Spiel vor allem gegen Bayreuth ein tolles Spiel gemacht. Ganz, ganz knapp verloren in der Nachspielzeit. Und ich hoffe, wir können dem wieder so Paroli bieten, weil das ist eine körperlich sehr, sehr robuste, aggressive Mannschaft. Und ich hoffe, wir kommen zu unserem Spiel wieder so gut zurück. Man muss natürlich auch sagen, leider ist da Manu Eisgruber, unser Goalgetter, gesperrt. Aber wir haben auch Alternativen, nicht nur Dennis, sondern auch Stefan. Wir haben jetzt ein paar wieder zurück. Das ist Suki ist wieder im Kader nach der Gelbsperre. Flo De Prato wird wieder im Kader sein nach der Gelbsperre. Es waren am Wochenende sehr, sehr viel angeschlagen, auf der Bank gesessen. Die werden die Woche auch wieder zurück sein. Also ich hoffe, dass wir einigermaßen aus dem Vollen schöpfen können in den letzten beiden Spielen, sodass wir da auch mithalten können. Wunderbar, dann sage ich danke, dass du Zeit hast. Für euch, denkt dran, Samstag, auch wenn es kalt wird, wir haben warme Getränke, Glühwein, kommt ins Stadion, es lohnt sich immer. Es ist ein attraktiver Fußball, den wir euch zu bieten haben. Bis dahin, danke und auf Wiedersehen.